Nach der Besänftigung von Adiras Geist kehren wir zurück ins Dorf und erfahren, dass wir nun Toshi befreien müssen. Er ist der Anführer des Dorfes und konnte den Verfall seiner Zivilisation nicht mit ansehen. Er ist auch derjenige, den wir ganz am Anfang von unserem Abenteuer konfrontiert haben, und er ist der Kern der Verderbnis. Wir müssen ihn befreien, um hier ein für alle Mal für Frieden zu sorgen. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Was ihr hier gerade seht, ist die zu diesem Zeitpunkt mögliche Komplettierung der 100%. Ich bin mal in alle alten Gebiete gereist und habe dort alles nachgeholt, was uns noch fehlt, weil ich festgestellt habe, dass dieses Spiel gar nicht so groß ist, und ich habe auch festgestellt, dass es mir enorm viel Spaß macht, und ich möchte Spiele, die mir gefallen, einfach damit honorieren, dass ich sie zu 100% spiele und damit mir einfach alles angucke, was diese Spiele für mich zu bieten haben. Falls ihr euch hierfür nicht interessiert, skippt einfach knapp 15 Minuten nach vorne. Das Sammeln dieser ganzen Sachen dürfte jetzt so knapp 15 Minuten dauern. Ich werde euch natürlich ein bisschen was erzählen und euch das Ganze auch hoffentlich unterhaltsam kommentieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das unkommentiert durchlaufen lasse. Also jeder, der sich das jetzt hier gerne gemeinsam mit mir anguckt, kann das gerne tun. Ich werde auch bei einigen Dingen, die vielleicht ein bisschen schwerer zu finden sind, erklären, wie man da hinkommt, beziehungsweise was die notwendigen Voraussetzungen sind. Und wir starten hier gerade in Tarus Baum, wo wir jetzt gerade einen Blumenschrein und diesen Rot hier gesammelt haben. Wie gesagt, also es ist gar nicht so viel, was es zu tun gibt. Ich zeige euch hier mal auf der Karte, wo ich mich befinde, ne, dass ihr da einfach auch so ein Gefühl bekommt. Übrigens, da wo ich jetzt bin, muss man ein bisschen hinklettern. Also ihr könnt nicht straight auf der Karte dahin laufen, sondern sucht etwas in der Nähe des verrotteten Baumes, ne, da wo ihr den ersten Bosskampf durchführt, nach einer Kletterstelle. Die führt euch dann hier hinter, ne, und das ist so ein bisschen der Punkt. Einfach nur, dass ihr da, einfach Bescheid wisst. Wie gesagt, Kena Bridge of Spirits wird jetzt heute so ein bisschen mit dem Finale beginnen. Zumindest denke ich das. Also, da das Ganze ja zu 100% blind für mich ist, kann ich immer nur so ein bisschen mutmaßen, in welche Richtung es geht. Aber wir werden dann feststellen, dass, wenn wir jetzt hier mit dem Sammeln dieser ganzen Dinge durch sind, hier war übrigens der süße Schmetterlingshut, werden wir feststellen, dass quasi alle Collectibles, die es dann noch gibt, im Dorf sind. Ne? Sprich, es wird kein neues, großes Gebiet mehr kommen, in welchem wir dann noch sozusagen Rods und so weiter sammeln können. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir jetzt langsam in Richtung Finale gehen. Und es war gar nicht so einfach, die 100% zu sammeln. Ich habe natürlich auch mit dem Internet zusammengearbeitet. Ich habe mich erst mal ein bisschen so in den Gebieten umgeguckt und dann immer versucht, dann noch rauszufinden, was mir noch fehlt. Was das Komplettieren dieses Spiels aber so schwierig macht, ist die Tatsache, dass du nicht weißt, beziehungsweise auf der Karte hast du keinen Indikator dafür, was du schon gesammelt hast und was nicht. Das heißt, selbst wenn man sich im Internet Karten raussucht, wo dann steht, okay, hier, hier und hier sind Rods und hier, hier und hier sind Hüte, dann weißt du ja nicht, okay, habe ich die jetzt schon gesammelt oder nicht oder was auch immer, weil man auf der Ingame-Karte hat man ja keine Markierung, wo man schon was gefunden hat. Bei Breath of the Wild ist es ja so gelöst, dass alle Crocs, die man gesammelt hat, sind ja mit so einem Samensymbol auf der Karte markiert. Dadurch sieht man eben, okay, da habe ich schon was, und dann kann man das mit einer anderen Karte abgleichen. Ist hier gar nicht so einfach. Ich glaube aber, dass man die 100% blind auf jeden Fall schaffen kann. Bloß, es ist halt einfach deutlich einfacher, die 100% zu schaffen, wenn man sie halt schon im First Try findet. Weil, wie gesagt, die Gebiete haben ja meistens einen recht vorgegebenen Pfad, wie man sie durchlaufen soll. Und wenn man dann quasi später wieder zurückkommt, das ist, by the way, einer der süßesten Rods aller Zeiten. Der läuft da tatsächlich rum, ein bisschen wie ein Croc. Weil es ist halt so, wenn man quasi dann später in diese Gebiete wieder zurückkommt, dann weiß man halt nicht, okay, wo war ich schon, wo war ich noch nicht, weil man es halt nicht mehr genau im Kopf hat. Also, falls ihr die 100% jagt, dann verwendet verdammt viel Zeit beim ersten Erkunden dieser Gebiete darauf, Sachen zu finden. Wir haben es ja auch gerade jetzt dann gesehen, als ich die Felder gespielt habe. Wir haben ja wirklich extrem viel gefunden. Aber dann diese einzelnen ein, zwei Dinge noch zu finden, die man nicht hat,
das kann halt schon ein ziemlicher Pain in the Ass sein. Und da kann es dann halt doch irgendwie vielleicht helfen, das Ganze mit einer Online-Karte abzugleichen und so weiter. Bin ich ganz offen, weil man muss dann halt nochmal das komplette Gebiet abscannen, um vielleicht irgendwo einen Stein zu finden, ne? In welchem zum Beispiel sich dann ein kleiner Rod versteckt. Also, wenn ihr die Geduld dazu habt, go for it. Ansonsten, wenn ihr schon viel gefunden habt und euch nur noch wenige Collectibles auf der Karte fehlen, dann könnt ihr es auch mit dem Internet abgleichen. Weil wie gesagt, selbst dann ist es kein Selbstläufer, weil man selbst dann noch sehr viele Gebiete ablaufen muss, weil man ja nicht mehr hundertprozentig weiß, wo was ist. Das Wichtigste für mich persönlich war aber vor allem, beziehungsweise der Hauptansporn, warum ich mich jetzt auch doch dazu entschieden habe, die 100% noch zu machen, ist natürlich meine Liebe zum Spiel, um es zu honorieren. Aber vor allem die Geisterpost. Also mir war es vor allem wichtig, in jedem Gebiet die Geisterpost zu sammeln, weil durch die Geisterpost schaltet man ja wirklich nochmal neue Gameplay-Elemente im Dorf frei. Ich meine, das Rod-Sammeln ist süß, weil die Truppe dadurch einfach immer größer wird. Aber das ist jetzt nichts krass Relevantes. Bloß, wenn ich nicht die ganze Geisterpost eingesammelt hätte und auch nicht die ganzen verfluchten Truhen gemacht hätte, wie die, wo wir jetzt gerade sind, dann hätte ich das Gefühl, Gameplay zu verpassen. Und da endet dann bei mir der Spaß, weil ich möchte schon, gerade bei einem Spiel, welches mir gefällt, alles erleben und alles zocken, was dieses Spiel für mich übrig hat. Und dann ist es mir das auf jeden Fall auch wert, quasi die 100% zu machen. So, und jetzt hier mit einem schön aufgeladenen Rockfight, bam, Double Kill. Das sind meiner Meinung nach die schönsten Kills im Spiel, wenn sich die Gegner vor dir schön in einer Reihe aufbauen und du dann einfach einen schönen Rockfight durchfeuerst. Und immer, wenn dieser Pfeil einen Gegner trifft, immer diese kurze Slow-Mo-Sequenz kommt und du weißt, jetzt ist einer draufgegangen und jetzt noch einer und jetzt noch einer. Das ist so, muah, das schmeckt. Das ist super schön. So, wir sind übrigens halt immer noch dabei, Roosevelt's Berg zu vervollständigen. Das war für mich das Schwierigste, weil gerade in der Passage, wo wir jetzt sind, ist ja auch diese große Kletterpartie. Und wenn du dann halt auf einer Internetkarte siehst, okay, irgendwo da oben in den Bergen ist vielleicht ein Rod, der mir fehlt, wie zum Beispiel dieser hier, wo man bei dem Checkpoint dann straight nach unten laufen muss, dann ist es halt so, okay, befindet sich dieser Rod jetzt irgendwo oben auf dem Berg? Muss ich hier viel rumlaufen und den Berg untersuchen? Oder ist das irgendwo unten in den Tälern und muss ich unten jetzt im Fluss mich umschauen, ob da irgendwo eine kleine Höhle ist. Und das ist echt schwierig. So, und diesen Hut, den wir jetzt hier machen, der hat mich am meisten Energie gekostet, weil ich es echt nicht kapiert habe. Hier gibt es nämlich einen Hut dafür, dass man jede Pfeil- und Bogen-Challenge von Rusu sozusagen schafft. Also man muss ja wirklich durch sein Trainingslager gehen und am Stück bei jedem seiner Challenges sozusagen dieses Konfetti-Feuerwerk sozusagen erhalten. Also ich dachte halt immer, es gibt eine Belohnung pro Bogenschussaufgabe. Ne? Deswegen habe ich das immer nie gefunden, weil ich habe nie alle gemacht, sondern ich habe diese immer nur vereinzelt gemacht. Da dachte mir immer so, das kann doch irgendwie jetzt nicht sein, so was soll das? Ne? Aber man muss hier tatsächlich jede Bogenschussaufgabe finden und komplettieren, dann erhält man hier einen Hut. Und das finde ich halt schon ein bisschen tricky, weil das ist halt auch auf einer Online-Karte schlecht zu sehen. Weil ich habe jetzt keinen Lösungsweg gehabt, wo dann quasi alles eingetragen war. So nach dem Motto, du musst hier hingehen und dann alle Bogenschießaufgaben machen und dann läuft das. Sondern ich habe halt nur gesehen, okay, alles klar. Irgendwo hier in Roosevelt's Berg gibt es einen Hut. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe doch jetzt schon mal irgendwie jede Bogenschuss-Challenge irgendwann mal probiert. Aber ich habe da ja nie was bekommen und was ist das? Und dann auf einmal, ich muss die alle am Stück schaffen. Dann kriegt man den Hut. Und vor allem, man schaltet dann ja nicht mal eine Truhe frei, sondern man kriegt dann den Hut einfach quasi ins Inventar. Das seht ihr jetzt. Ne, da an der Seite Rusus Maske jetzt einfach verfügbar. Hast du sehr wenig Anhaltspunkte. Also das war für mich persönlich einer der schwersten, ne, der schwersten Hüte zu finden. So, hier gibt es jetzt mit dieser Doppelblume, ich glaube, die fehlende Geisterpost, die wir noch nicht bekommen haben. Ne, schön hier drei Bogenschüsse miteinander kombinieren. Und zack, kriegen wir hier den Beutel, den wir brauchen, um dann im Dorf sozusagen ein weiteres Haus zu befreien. Und der Rod ist auch sehr übel. Der ist nämlich bei diesem geheimen Meditationsplatz, aber quasi, wenn man dann das Secret des Meditationsplatzes gefunden hat, muss man sich im Secret nochmal nach einem Secret umschauen. Das finde ich immer sehr heavy, weil ich denke mir immer, okay, ich habe ein Secret gefunden, aha, das ist ein Meditationsplatz, geil, so, ne, das ist das Secret, was ich jetzt gefunden habe. Aber ein Secret im Secret, üble Sache. Und hier hinter dem Wasserfall verbirgt sich auch noch eine Truhe. Ich glaube, das ist das einzige Secret im gesamten Spiel, welches sich hinter einem Wasserfall befindet, ne.
auf dieses Rätsel kann einfach kein Videospielentwickler verzichten und ich habe es tatsächlich nicht gefunden. So, der letzte Rod aus dem vergessenen Wald befindet sich jetzt noch quasi hier unten in dieser Höhle. Einfach einsammeln und dann hätten wir auch den vergessenen Wald komplett abgeschlossen. Das nächste Gebiet, welches wir erkunden, sind die Felder. Da waren wir ja beim letzten Mal schon. Hier gab es aber kaum noch was für uns zu tun. Einmal bei dem Bossfight gegen den Steinwächter kann man sich hier in diesem Haus nach oben ziehen. Dort findet man nämlich sozusagen diesen Heiligenschein. Die Hüte habe ich, by the way, noch nicht gekauft. Fällt mir gerade ein, das muss ich noch tun. Und wenn man sich außerhalb des Hauses, an der unteren Seite, wie es hier auf der Karte seht, nach links bewegt, findet man hier einen von dieser Wurzel verborgenen Pfad. Und wenn man dem weiter nach unten folgt, kommt man hier tatsächlich in eine relativ große Höhle, die ich auch einfach eiskalt verpasst hätte. Also das Sammeln der 100% führt einen tatsächlich noch in richtig große Bereiche, die man wirklich legit einfach verpassen kann. Das ist, wie gesagt, all das waren Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, die 100% zu machen, weil ich halt wirklich das Gefühl hätte, okay, ich hätte dann nicht alles vom Spiel gesehen. Und von diesem Spiel will ich alles sehen. So. Wir müssen hier einmal diese Bombe auf die Steine werfen. Dann können wir nämlich unser Geisterwesen sozusagen hier drüben auf den Schalter bringen. Man darf hier keinen Rundumschlag machen mit R1, sondern man muss quasi so einen Dive in den Boden machen mit R2. Da habe ich erst ein bisschen gebraucht, um den Knopf zu finden. Ne? Aber wenn man das dann quasi aktiviert hat, dann hört man es jetzt schon. Flutet sich einfach diese komplette Höhle. Unfassbar episch, wenn ihr mich fragt. Richtig, richtig, richtig cooles Secret, ne? Alles Dinge, die man nicht gesehen hätte. Also wirklich, ich kann euch nur ermutigen, go for the 100%. Falls ihr mein LP verfolgt habt, dürftet ihr ja theoretisch jede Location, jedes Rods gesehen haben. Zumindest hoffe ich, dass ich das am Ende sagen kann. Wie gesagt, heute werden wir nicht alle sammeln, weil uns im Dorf noch einige fehlen und wir aktuell im Dorf auch noch gar nicht Zugriff auf alle Gebiete haben. Da müssen wir ja auch noch aufpassen. Das gehört auch noch dazu. Und hier, wenn man quasi einmal auf die andere Seite schwimmt, dann erhält man hier einfach eine Truhe mit ein bisschen Cash. Aber es gibt hier noch einen zweiten quasi Ausstieg. Und wenn wir den gehen, erhalten wir einmal eine atemberaubende Aussicht. Und die nächste Geisterpost. Das sind, wie gesagt, meiner Meinung nach die besten Collectibles. Und das sind auch mit Abstand so die wenigsten. So die Entwickler wissen, dass das dazu gehört. So, ein Rod, der uns hier noch gefehlt hat, befindet sich einfach hier hinten in diesem Stein. Quasi ganz easy, ganz rechts am Kartenrand befindet der sich. Kann man easy übersehen, aber auch eben gleichzeitig schnell finden. So, dann gibt es hier noch, in Rufus' Scheune, ganz rechts, in der Nähe war auch eben gerade dieser Rod, gibt es eben hier noch ein weiteres Geisterwesen, welches wir uns snacken können. Und das müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen, Gassi führen, würde ich mal sagen. Denn hier gibt es auch noch einen Blumenschrein, welchen wir bisher noch nicht gefunden haben. Und der ist hier etwas außerhalb, aber eigentlich nicht zu übersehen. Also gerade Blumenschreine sind jetzt nicht sonderlich stark versteckt. Da geht es, bei Blumenschreinen geht es eher darum, dann diese Bubble zu finden, mit welcher man dann dieses Geisterwesen sozusagen beschwören kann. So, der, ich glaube, vorletzte Hut, welcher uns hier auf den Feldern fehlt, befindet sich hier hinter diesem, hinter diesem Würfel. Habe ich einfach eiskalt übersehen. Aber die Felder sind sowieso recht offen. Da kann man recht easy mal was übersehen. So, und der letzte Hut befindet sich tatsächlich hier bei dieser Challenge. Und man sieht es eigentlich auch. Also es ärgert mich fast ein bisschen, dass ich es nicht gesehen habe. Man muss einfach hier hoch und dann die Bombe hier drauf werfen. Also das ist wirklich ein Secret, was man sehen kann. Da bin ich wohl einfach eiskalt, blindfischmäßig dran vorbeigelaufen. Und dann findet man einmal hier die Truhe. Das ist aber noch nicht alles, denn das Spiel lässt einen auch noch hier dieses Holzbrett nach oben laufen. Und dann kann man auch hier diese Truhe finden. Mit der Laubkrone heißt das, glaube ich. Okay, das ist einfach nur Herbst. In Ordnung. So, und die letzten Collectibles sind hier im Herzen des Dorfes. Wir haben hier zwei Rods und einen Hut. Der erste Rod befindet sich hier. Ich erinnere mich noch dran, wie ich im Let's Play gesagt habe, oh ja, hier werde ich mich dann auf jeden Fall nochmal umgucken. Ne? Und dann habe ich es einfach eiskalt vergessen. Also die Blume habe ich gesehen im Let's Play und ich wollte die eigentlich auch noch überprüfen. Aber dann war ich einfach zu sehr in der Story gefangen und habe dann einfach, hab's einfach eiskalt vercheckt. So, hier ist der vorletzte Rod aus dem, quasi aus dem Herzen des Dorfes. Dann hier, unter der Höhle, also das ist quasi da, wo der Aufzug ist. Ne, an dieser super epischen Stelle, wo man dann mit dem Aufzug nach oben fährt, wo diese Lava pulsiert.
wenn man hier ins Wasser hüpft und dann quasi in der Höhle unter dem Aufzug sozusagen reintaucht, findet man die letzten Collectibles, die man braucht, nämlich einen Rod und einen Hut. Und der Hut ist einfach eine freaking Krone. Das ist schon majestätisch. Und quasi hier Rod und Hut auf einmal ist halt absoluter Jackpot. Und damit haben wir alle Gebiete, die wir bisher betreten haben, vervollständigt. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Part. Wir sammeln ein bisschen und es geht mit der Story weiter. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Parts. Ich habe euch ja jetzt gerade eben schon gezeigt, wo ich überall in den bereits bereisten Gebieten Rods und Blumenschreine und Hüte und Geisterpost und so weiter verpasst habe und wie ich es nachgeholt habe. Und gerade die Geisterpost ist dann natürlich am Ende des Tages etwas, welches wir dann ja sozusagen auch noch abgeben müssen und wo dann auch einfach viele neue Gameplay-Elemente dazukommen, weshalb es einfach wichtig ist, dass wir das jetzt hier auch gemeinsam erledigen. Wie ihr seht, ich habe einfach mal die Gunst der Stunde genutzt, uns heute einen kleinen Gastpart hier in dem Part zu holen. Es ist tatsächlich immer eine kleine Besonderheit, wenn Bobo sich mal dazu entschließt, sich auf dem Schoß niederzulassen. Deswegen dachte ich mir, komm, es ist sowieso noch eine halbe Folge. Nehmen wir den kleinen Dude doch heute einfach mal mit in unsere Aufnahme. Und ja, deshalb dachte ich mir, hole ich mir etwas tierische Verstärkung für den heutigen Part. Ich hoffe, das ist cool für euch. Wir können hier direkt reinigen. Wir geben diese Geisterpost ab, ohne dass wir irgendwie kämpfen müssen, ohne dass wir irgendein Rätsel lösen müssen. Das ist tatsächlich ziemlich interessant, muss man einfach mal sagen. Normalerweise war die Geisterpost ja doch immer mit irgendeiner Form von Challenge, meistens sogar einer etwas herausfordernden Challenge verbunden, ne? Aber hier bekommen wir jetzt tatsächlich in Anführungszeichen nur einen Blob. Und ich wüsste jetzt spontan nicht mal, wofür ich den brauche. Wir schauen jetzt mal in dieses Haus rein. Na, wir können es jetzt natürlich auch betreten, ne? Was das Angenehme ist. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier machen können. Und hier in der Schublade befindet sich auch schon ein weiterer Rod. Ne? Also alle Rods, die mir jetzt noch fehlen, wir können mal gucken. Und mir fehlen noch 13. Die sind hier im Dorf. Okay, wenn wir das Dorf zu 100% komplettieren, dann haben wir alles. Das bedeutet aber wiederum, dass hier bei Toshi, ne, also beim Bergschrein, beim wahrscheinlich Final Boss des Spiels, keine Rods mehr sind. Die einzige Frage, die es jetzt noch für uns zu klären gibt, ist die Frage, wie können wir diese Tore öffnen? Weil ich bin mir relativ sicher, dass diese Tore auch noch zum Dorf gehören. Das sind alles Gebiete, die noch zum Komplettieren des Dorfes notwendig sind. Also da müssen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Das müssen wir noch lernen. Aber hier gibt es doch auch noch ein oberes Geschoss bei diesem Haus, dachte ich. Da, also, es war hier wirklich nur ein Rod und sonst nichts? Oder ist hier vielleicht noch irgendwas? Und vor allem auch, warum haben wir hier so ein Ding bekommen? So eine Bubble. Ja, also so eine, ihr wisst schon, Spezialfähigkeitsbubble, weil, ich meine, so ganz notwendig ist die jetzt ja auch nicht. Ich meine, wir haben hier doch schon mehrere, auf die wir zurückgreifen können. Dann werde ich mal diese Geisterpost hier auch noch direkt abgeben. Das ist ja quasi das Nachbarhaus. Vielleicht können wir hier noch was finden. Das sieht auf jeden Fall nochmal ein Stück verseucht aus, als das davor. Und dann gerade hier so vorne, hier mittig, so rechts an der Seite. Das sieht einfach aus wie irgendwie so, ich weiß es nicht, irgendwelche verschimmelten Eier oder Warzen oder Pickel oder... Bah. Also wirklich ganz, ganz ekliger Stuff. So, und hier ist jetzt tatsächlich nochmal was. Was man aber, glaube ich, auch bedenken muss, diese Häuser, die wir jetzt hier gerade freigeschaltet haben, die gehören zur Geisterpost, welche man im allerersten Gebiet findet. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass gerade diese Häuser jetzt vielleicht nicht mit der krassesten Challenge sozusagen auf uns warten, weil man ja am Anfang des Spiels noch bei weitem nicht so viele Fähigkeiten hat und auch einfach noch nicht so kampferprobt ist, weshalb dann wahrscheinlich die Challenges hier etwas entspannter sind. So, und dem vor allem einfach nur das Schöne in die Brust. Sind hier noch mehr von denen? Ja, tatsächlich. So, der hat aber, glaube ich, nicht geschnallt, dass ich existiere. Hier vorne ist aber noch mehr. Umgucken tue ich mich gleich. So, okay, jetzt kommen ja Flugviecher. Oh! Und hier sind sogar Viecher, für die man Bomben braucht. Okay, aber wenn hier Bombenviecher sind, dann wird man das wahrscheinlich nicht am Anfang bekommen, oder? Zack, sehr schön. Ihr habt mich, by the way, auch in den Kommentaren berichtigt. Ich muss gar keinen Rod-Pfeil in diese Gegner jagen,
sondern es reicht halt ein voll aufgeladener Bogenschuss. Das war mit dem Kommentar gemeint, den ich ursprünglich gelesen hatte. Weil natürlich auch voll aufgeladene Schüsse mehr Damage machen. Oh! Okay. So einer bist du also, Meister, ha? Huh? So ein ganz harter. Dann bringen wir den mal kurz zum Explodieren. Ich versuche irgendwie hinten an seinen... Ja, an seine Ausgeburt der Hölle ranzukommen. Ah, der springt zweimal. Okay, jetzt gibt er mir böse, alles klar. Ganz ehrlich, wenn du es so willst, kriegst du einfach einen Rothammer. Oh, das war sogar so ein starker Schlag aus dem Run heraus. Und wir machen jetzt einfach hier direkt weiter. Zack, das war sogar ein perfekt getimter starker Schlag. Das ist ja auch noch eine Fähigkeit, die wir haben. Na, wenn wir hier... Zack, genau, wenn wir da loslassen. Zack, ne? Dann machen wir hier einen stärkeren Schlag, wenn unser starker Schlag so einen gelben Schweif hinter der Waffe herzieht. So. Und damit wäre auch dieses Haus gereinigt. Und das war tatsächlich deutlich größer von der Fläche her. Also hier ist deutlich mehr Verderbnis ins Dorf gekommen. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gelöst. So, Kena schickt weitere Geister auf die Reise in den Frieden. Das ist ja quasi so ein bisschen die Hauptmission von ihr. So, und jetzt gibt es natürlich hier einiges für uns zum Anschauen. Als erstes fällt natürlich das hier auf. So, wie komme ich da... Okay, warte mal, hier geht es noch nicht für mich weiter. Ich muss irgendwie erstmal da hochkommen. Ah, ich sehe auch schon wie. Zuvor checke ich jetzt aber noch das Haus ab. Eines nach dem anderen. So, aha. Ein Hut, maybe? Nein, nur Geld. Oh, wow. Das hätte ich nicht gedacht, aber nicht so schlimm, wie gesagt. Hier gibt es noch mehr für uns zu tun, denn ich habe schon gesehen, dass wir hier eine Kante zum Klettern haben. Und dann können wir mit Sicherheit von hier oben die Bombe aktivieren. What? Warum hat es nicht gegolten? Okay, neuer Versuch. Zack, genau. Und dann können wir das Ganze so machen. Nice. Zack. Und hier ist auch kein Hut? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Als ob ich dieses Riesengebiet jetzt hier für zwei Geldkisten gereinigt habe. Ey, manchmal sind die Belohnungen so sad. Wirklich. Was soll das? Das ist super enttäuschend. Game. Why are you doing this? Okay, hat sich erledigt, Freunde. Hat sich massiv erledigt. Hab schon rausgefunden, was hier abgeht. Hier ist noch eine Rob-Challenge. Yes. Ich war mir nicht sicher, ob ich aufs Dach kann, weil häufig die Dächer in diesem Spiel auch mit unsichtbaren Mauern und so geschützt sind. Also es ist, man kommt nicht häufig an solche, in Anführungszeichen, besonderen Orte in diesem Spiel. Deswegen war ich mir nicht sicher. Aber in diesem Fall war es vom Spiel so gewollt. Okay. Cool. So, und jetzt ist hier das. Aha, hier ist auch noch... Okay. Ich kann hier irgendwas machen, um... Hier ist irgendwo ein Blob. Aha. Hier. Zack. Ich kann hier auch noch einfach mal... Was ist das für ein Gebiet? Hier ist auch noch sogar ein Stern. Was, sind das Sterne? Ja. Zählt das jetzt alles noch zu dem Gebiet dazu, was ich gerade eben gereinigt habe? Oder ist das irgendwas anderes? Ich bin gerade sehr verwirrt, Freunde. Ich bin gerade sehr verwirrt, aber... das ist auf jeden Fall auch etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir hier gerade tun. Okay. Dann will ich mal nicht sagen. Ich glaube, was wir mit dieser Geisterpost freigeschaltet haben, ist tatsächlich doch eine ziemlich nice Sache. So, jetzt natürlich ganz wichtig. Ne, wir müssen mal drauf warten, wann das Feld so glitzert. Das zeigt uns nämlich immer, dass wir alle Pflanzen erwischt haben. Aber unser Vieh ist natürlich auch dank des hohen Rot-Levels auch nochmal massiv gewachsen. Wodurch wir einfach viel mehr Fläche abdecken. So, ist hier noch irgendwo ein Rot versteckt? In diesen Feldern? Das passiert ja doch mal ganz gerne. Nein. So, und hier? Ah, ich weiß immer nicht, ob es sich immer lohnt, diese ganzen Flüsse auf und ab zu schwimmen. Auf der einen Seite verstecken sie da sehr gerne was. Auf der anderen Seite kann es einfach auch viel verschwendete Zeit sein. Und ich glaube, hier ist nichts. Außer sie machen hier noch was rein. Nee, okay. Schade, das wäre eigentlich ein ganz cooles Versteck gewesen. Wenn ihr mich fragt. Aber dann gehe ich einfach mal davon aus, dass jetzt hier vielleicht nichts mehr ist. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich kann noch höchstens gucken, hier in diesem Tümpel.
Ist hier noch irgendwo was? Nein. Okay. Dann gebe ich mich mal hiermit zufrieden. So, aber das ist noch nicht, längst nicht alle Geisterpost, die wir gefunden haben, glaube ich, oder? Oder doch? Lol, ist nur die beiden Häuser, die ich hier noch freischalten muss? Sonst haben wir alles. Das ist sehr interessant. Aber im Dorf selber gibt es noch Geisterpost. Aber wie gesagt, hier sind halt überall noch Tore, die ich aktuell nicht öffnen kann. Und das macht es so ein bisschen schwierig für mich. Ich gehe jetzt mal hoch. Ich schaue mir noch einmal so ein Tor von Toshi an. Und wenn da jetzt, wenn ich da jetzt wirklich mit gar nichts interagieren kann, ne, also, dann werde ich, glaube ich, bei Gelegenheit einfach mal vielleicht doch zum finalen Gebiet laufen. Habe ich das schon abgeschossen? Nein, habe ich noch nicht, oder? Oder doch? Bringt das irgendwas, hier alles abzuschießen? Nee. Jetzt habe ich alles getroffen. Nein, das ist einfach nur so. Ein Effekt, okay. So, und hier drin, die müssten wir auch schon gewesen sein. Also, alle Häuser, die wir betreten können, müssten wir, glaube ich, auch schon betreten haben. Und hier müssen wir jetzt abbiegen. Hier oben geht es zu einem weiteren Tor. Nee, das, auch das ist noch zu. Auch das ist noch geschlossen. Wenn wir durch Toshis Maske schauen, passiert hier nichts, ne? Ich hoffe, wir haben auch Toshis Maske an. Ja, das ist die, okay. Nee, dann werden wir vielleicht diese Orte erst freischalten, ne? Wenn wir einmal zum Finale gelaufen sind, wirklich, ich weiß es nicht, aber ich wüsste nicht, was ich hier sonst noch tun kann. Und ich glaube, genau deswegen... Okay, was ist da? Ich kann hier so ein Ding platzieren? Okay, warte mal, wenn ich jetzt den sage, stell das mal hier hin. War ich da schon? Wo war ich da schon? Ich schau mal nach. Ja, ich war hier schon, weil die Tür schon auf ist. Ich habe safe dieses Hindernis hier schon zur Seite geräumt. Ja. Nee, Guys, dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir Richtung Finale. Und dann komplettieren wir das Dorf einfach, wenn wir uns bereit dazu fühlen. Ich glaube, was anderes brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Weil einfach noch zu viele Gebiete des Dorfes für uns aktuell noch nicht betretbar sind. Ich schau mal nach. Kann ich mir eigentlich den letzten Skill noch holen? Ich glaube schon, oder? Yes, für 200. Genau. Bombenschaden wird erhöht, wenn die Bombe abgeschossen wird. Bam. Und da kriegen wir auch die Trophäe geschickter Geistführer. Wahrscheinlich dafür, dass wir alle Skills freigeschaltet haben. Was uns aber auch wiederum indirekt bestätigt, dass es jetzt nicht noch einen geheimen Skill gibt, den es für uns noch freizuschalten gilt. Gut, ja, dann gehen wir in Richtung Bergschrein. Und hier wird jetzt nochmal mit Schnee gearbeitet. Oh damn, aber es gibt hier keine Collectibles, Freunde. Hier ist einfach nur trostlose Gegend. Und Toshi. Der letzte unruhige Geist, der Anführer des Dorfes, welcher nicht mit ansehen konnte, was hier passiert ist. What? Warum auch immer, weil ich wusste gar nicht, dass ich eine Spielaufzeichnung überhaupt mache. Warte mal. Ist das der Final Boss? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nein. Da brauchen wir auch wieder Relikte, glaube ich. Das ist nur der Beginn der letzten Reliktsammlung. Hoffe ich. Oder vielleicht gehen hiermit die Tore auf, Freunde. Ja. Das ist Toshi. Und die Relikte sind bestimmt in den abgesperrten Bereichen des Dorfes. You have come far, Spirit Guide. But what is it that you truly seek?
reveal your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, you only serve yourself. You cannot hide your weakness from me. Laufen alle Geister in Richtung des Bergschreins? This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Musik. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Ah.
Halte dein Schild mit L1 gedrückt und drücke R1, um einen Spurt hinzulegen. Benutze Spurt, um Angriffen auszuweichen und durch Geisterportale zu reisen. Spurt verbraucht deine Schildenergie. Zack. Wir können quasi so nach vorne dashen. Und so können wir wahrscheinlich durch diese Tore. So sieht's aus. Pfad des Maskenmachers. Es wird sehr bedrohlich hier, Freunde. Es wirkt sehr bedrohlich. Gilt das jetzt als eigener Teil des Dorfes? Kann ich hier Dinge finden? Oder ist es jetzt einfach nur Toshis Reise? Was auch immer es ist, Freunde, wir finden es beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ein von Herzen kommendes Dankeschön noch an Sir Jan Kamara und Lord Ryuma für euren dicken Support per Kanalmitgliedschaft. Danke euch!